So, schon sind wir beim dritten Teil unseres Grüngurts. Und zwar habe ich ja versprochen, noch ein Video zu bringen, bei dem es um das Thema Threading geht. Voilà, hier ist es und wir legen gleich los. Für alle die, die diese Videos noch nicht kennen, sämtliche Informationen zu diesen Kursen findet ihr unter codeconcert.de, meiner Website. Das ganze Thema SQLite ist schon mal angegangen worden und zwar in den vorausgegangenen Videos. Ihr findet auf der Homepage des Android-Kurs PDF-File und bis Kapitel 4.4 solltet ihr euch schon mal durchgearbeitet haben, damit ihr auch versteht, worum es hier geht. Und in diesem Video werden wir bis einschließlich Kapitel 5 uns vorarbeiten. Da wird das Thema Threading behandelt. Ja, eins noch, das Upgrade habe ich jetzt in ein weiteres Video ausgegliedert, damit es auch nicht wieder hier zu lang wird. Das lässt sich ganz schön kapseln, deswegen habe ich das so entschieden. Und wie immer, wer noch zusätzliche Infos haben will, zum Beispiel wie man SQL formuliert etc., das auch unter codeconcert.de einfach ein bisschen rumstöbern. Ihr werdet es schon finden. So, wie soll die Funktionalität aussehen? Wir kennen ja aus den vorausgegangenen Videos schon unsere Test-App, wie sie funktionieren soll. Wir haben hier diesen Save-Button. Dieser Save-Button soll das, was wir hier eingetragen haben, auf die Datenbank schicken. Dann soll eine ID generiert werden und die soll hier wieder eingetragen werden. Den Weg zurück machen wir jetzt an der Stelle nicht, weil wer den einen Weg kapiert, kapiert den anderen genauso. Jetzt machen wir das Ganze so, dass wir die komplette Funktionalität dieser Kommunikation in einen eigenen Thread ablegen. Da werden wir uns eine kleine Klasse schreiben, das habe ich Händler genannt, und dieser Händler soll eben diese ganzen Aktionen auf der Datenbank asynchron realisieren. Die Daten, die wir zwischen unserer App hin und her schicken, die sollen möglichst generisch sein. Schlichtweg deswegen, damit wir diese ganze Konstruktion rund um den Thread eben für andere Datenbankaktivitäten auch nutzen können. Und da bietet sich natürlich ein String Array an. Wir brauchen es für unser einfaches Beispiel nur eindimensional. Wer da ein bisschen kompliziertere Dinge machen möchte, kann durchaus über die Nutzung eines zweidimensionalen Arrays nachdenken. Aber das werdet ihr dann gegebenenfalls schon rausfinden, was für euch sinnvoll ist. So, welche Funktion brauchen wir? Wir brauchen erstmal eine Funktionalität, die Datenbankaktion antriggert. Das heißt, wir müssen vorbereitende Maßnahmen treffen, im Sinne von, dass wir ja, Daten, jetzt in dem Fall dieses Peter.Müller, in eine Art Vorbereitungsschleife reinbringen und dann müssen wir diese Datenbankaktion ausführen. Wir führen sie streng genommen nicht selbst aus, sondern wir lassen den Thread sie ausführen und dieser Thread wird dann entsprechend mit der Datenbank, mit unserer Helper-Klasse kommunizieren. Das heißt, der Händler macht über die Helper-Klasse, die wir in den vorausgegangenen Videos uns angeguckt haben, die Datenbankaktion und wenn die Datenbank soweit ist, sprich wenn die Daten jetzt in dem Fall abgelegt wurden, dann muss auch wieder asynchron der Thread an den UI-Thread die Ergebnisse liefern, in dem Fall eben die 1. So soll das Ganze mal aussehen. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie wir das realisieren können. Was wir für eine Klasse brauchen, die als Thread laufen kann, ist ein Runnable Interface. Das heißt, mein Händler, dieses soll jetzt unsere Klasse sein, die diesen Thread, dieses Threading übernehmen soll, die muss das Interface Runnable implementieren. Dadurch wird gefordert, dass diese Klasse die Methode Run realisiert und die werden wir uns gleich dann kümmern. Wichtig ist, dass wir das jetzt hier nicht vergessen. Eclipse wird dann auch sofort dann motzen und sagen, hier die Methode Run muss implementiert werden und macht es dann sogar auch für uns. Wir werden uns später dann um die Inhalte dieser Methode kümmern.
Was wir dann brauchen, ist natürlich eine Referenz auf unseren Helper, weil der Helper ist ja dafür zuständig, uns die Referenz zur Datenbank zu erzeugen. Und das müssen wir im Rahmen dieses Threads machen, also brauchen wir hier die Referenz. Dann, um die Daten wieder zurückschicken zu können zur Activity, brauchen wir auch eine Referenz auf die Activity. Und wir brauchen unsere Arrays, die für den Datentransport zuständig sind. Hier haben wir Daten, die reingehen und Daten, die rausgehen. Input Data, also wenn wir Daten schreiben, sind natürlich die zu schreibenden Daten drin und die eventuelle IDs, die generiert werden, gehen zurück. Oder aber wenn ich jetzt Selects mache, also Abfragen, dann sind beispielsweise die User-IDs jetzt als Abfrageparameter in den Input-Data und in Output-Data sind dann die Werte, die wir ausgelesen haben. Dann haben wir jetzt noch ein sogenanntes Busy Flag. Das ist dafür da, dass wenn gerade eine Aktion läuft, dass wir in der Zeit nicht eine zweite parallel laufen lassen können. Das ist eine Vereinfachung. Wir könnten auch mit Hilfe von ArrayLists so eine Art First in, First out Puffer bauen, aber das ist jetzt an der Stelle, wäre das jetzt ein Overkill. Wir machen das jetzt recht einfach mit diesem Busy Flag und das muss für uns jetzt ausreichend sein. Dann, wenn wir eine Aktion ausführen, dann müssen wir das sozusagen vorbereitend irgendwo ablegen und diese vorbereitende Position oder das ist die Variable, wo wir das ablegen, ist das Current SQL Command. Hier werden wir sozusagen für jedes SQL Command, was unser Händler denn kann, werden wir eine eigene Integer-ID verpassen und die speichern wir hier. Wir haben hier für dieses Beispiel nur ein einziges Kommando, was wir uns anschauen werden. Das ist das Ablegen eines neuen Users und dementsprechend, weil es das erste und klar einzige ist, geben wir dem Ding die 0. Wenn jetzt irgendjemand Read-User oder ähnliche Aktionen dann machen möchte, dann kann er hier eben auch mit der Integer weitergehen auf 1, 2, 3 und wie viel auch immer ihr braucht. Gut, dann schauen wir uns mal den Konstruktor an. Der ist relativ einfach. Wir kriegen dort lediglich die Referenzen für unser Helper-Objekt und die Activity, damit wir die im Anschluss dann einfach in die Instanzvariablen reinpacken. Auf Getter und Setter verzichte ich jetzt hier mal. Das ist an der Stelle nicht zwingend notwendig. Wer mag, kann sie realisieren. So. Jetzt brauchen wir die Methode, die unser SQL-Kommando vorbereitet. Das heißt, wir rufen jetzt aus der Activity meinetwegen Set New SQL Action auf. Dieses Ding bekommt als Parameter, welches SQL-Kommando möchten wir denn und welche Daten möchten wir übergeben. Das heißt, wenn wir jetzt hier uns diesen Parameter anschauen. Dort erwarten wir dann beispielsweise von unserem vorausgegangenen Slide dieses Command Insert New User. Und der Name des Users, der steht dann hier drin in so einem String Array. Wenn wir dann später irgendwie aufwendigere Sachen machen wollen, dann kann es durchaus sein, dass dieses SQL Data Array eben nicht nur einen einzigen Wert wie unseren Usernamen enthält, sondern entsprechend mehrere. Als nächstes gucken wir, ob nicht gerade eine Aktion läuft. Wenn eine läuft, dann sagen wir, sorry, geht nicht und wir haben einen Return-Wert false und machen sonst weiter nichts. Das heißt, der Aufrufende weiß, er kann jetzt nicht eine neue Aktion durchführen, sondern er muss warten, bis diese fertig ist. Jetzt könnte man sagen, okay, dann gibt man eine entsprechende Info an den App-User und sagen, bitte nochmal probieren, bin gerade busy oder sowas. Wer das hier aufwendiger haben möchte, der verzichtet auf dieses Busy Flag und packt das alles in eine ArrayList rein. Ja, das heißt, wenn gerade die Position 0 der ArrayList abgearbeitet wird, dann packe ich das neue Kommando in die Position 1 der ArrayList und warte, bis die nullte Position abgearbeitet ist und dann nehme ich die nächste und so weiter. Aber wie gesagt, für uns soll das hier in der Form erstmal ausreichend sein. So, wenn wir jetzt aber nicht festgestellt haben, dass gerade das Busy Flag gesetzt ist, dann sagen wir, okay, jetzt akzeptieren wir eine neue Aktion und setzen unser Busy Flag auf True. So, ab jetzt würde jeder neue Aufruf von Set New SQL Action dazu führen, dass wir
ein Return zurückkriegen, ein False zurückkriegen. Wichtig ist es aber auch, wenn wir dieses Busy Flag setzen, müssen wir uns überlegen, wo wir das wieder zurücksetzen. Und das wird in der Run-Methode sein. Das heißt, zwingend muss man, wenn man diese SetNewSQL-Action-Methode aufruft, gleich danach den Thread starten. Weil sonst würden wir uns aufhängen, beziehungsweise wir könnten keine weiteren Aktionen mehr durchführen, sondern wir müssen erstmal eben dieses Busy Flag wieder auf False setzen. Und das läuft ausschließlich in der Run-Methode. Das werden wir uns dann gleich mal anschauen. Nun übernehmen wir uns auch unsere Parameterwerte auch, das heißt das SQL-Command und die SQL-Daten, und die werden wir dann später in der Run-Methode dann verwerten können. So, nachdem wir ja jetzt davon ausgehen, dass wir diese Aktion auch durchführen, geben wir einen True zurück und der aufrufende User weiß, aha, jetzt darf er sein Thread starten. So, jetzt kommen wir zum eigentlichen Arbeitstier unserer Klasse, und das ist die Run-Methode. Die wird ja aufgerufen, wenn wir den Thread-Start-Befehl umsetzen. Dann muss entsprechend, dann wird Java sich darum kümmern, dass die Run-Methode aufgerufen wird. Vorher haben wir eben mit unserem SetNewSQL-Action den SQL-Befehl registriert, und dann kann diese Verarbeitung loslaufen. So, der Übersichtshalber setzen wir jetzt SQL Output Data auf Null. Auf den Schritt kann man im Zweifelsfall verzichten, aber ich habe das immer ganz gern, dann weiß ich eben, wenn irgendwas schiefgelaufen ist, dass wenn dort noch Null drin steht, wo ich weitersuchen muss. Das ist Geschmackssache. Als nächstes, klar, jetzt holen wir uns die Writable Database. Und das ist genau der Punkt, wo ich bei den vorigen Videos gesagt habe, hier könnten wir eben ein Performance-Problem kriegen, dass der UI-Thread zu lange aufgehalten wird. Jetzt sind wir nicht mehr im UI-Thread, sondern wir sind in unserem eigenen Thread. Das heißt, wenn eben dieses Get-Writable Database zu viel Zeit braucht, weil eben, keine Ahnung, die Datenbank neu erzeugt wird oder gar ein Upgrade läuft, dann haben wir da erstmal kein Problem, weil der eigene Thread ist ja genau dafür da. So, jetzt haben wir die Datenbank, und jetzt machen wir einfach einen Switch und sagen, welches SQL-Command ist es denn nun eigentlich? In dem Fall haben wir eh nur eins, das heißt, in unserem Case steht jetzt SQL-Command New User. So, das heißt, das ist da drin im Current SQL-Command, und er geht jetzt in den Case rein. Und jetzt können wir auch von unserem Helper die entsprechende Methode aufrufen. In dem Fall Insert New User. Die Parameter ist natürlich die Datenbank, und unser Wert für den neuen User, der steht ja in unserem Input Data Array an der nullten Position. Wir haben nur einen einzigen, oder würden hier nur einen einzigen Wert erwarten, und genau da muss er dann auch drin stehen. Das muss ich natürlich sicherstellen, wenn ich dann später in der Activity diesen Prozess starte. So, jetzt habe ich als Rückgabewert die User-ID, die mir die Datenbank erzeugt hat. Und den muss ich jetzt irgendwie wieder so verpacken, dass ich ihn einigermaßen normiert an die Activity zurückschicken kann. Und dafür habe ich mein SQL Output Data Array. Das erzeuge ich mir jetzt, ein neues String Array, und dort hänge ich gleich meinen einzigen Wert rein, und das ist eben die New User-ID. Da muss ich natürlich erstmal ein String draus machen, weil wir ein String Array für den Datentransport gewählt haben. So, danach folgt der Break. Wenn ich jetzt weitere Kommandos habe, müssten hier noch weitere Cases vorkommen. In dem Beispiel haben wir ja nur eins. Und jetzt kann ich über meinen Helper die Datenbank schließen. So, das war's. Das heißt, jetzt ist mein Befehl gegen die Datenbank gelaufen. Ich habe die Ergebnisse gesichert, und jetzt kann es weitergehen. Und zwar, wie ihr aus dem Orangegurt das ja auch schon mal gesehen habt, ich kann jetzt eine Information über einen eigenen Thread an den UI-Thread schicken. Das heißt, wir gehen jetzt auf die Activity, die haben wir als Referenz bekommen, dann Run on UI-Thread. Das ist die Methode, die es mir erlaubt, eben eine Information zu schicken, über so eine Art Message Queue. Und was
möchte ich machen? Ich möchte, dass in meiner Activity Handle SQL Response aufgerufen wird. Die Methode müssen wir dann gleich noch schreiben. Die ist dafür da, dass mein Thread die Rückmeldung eben bekommt und oder Rückmeldung schicken kann. Und zwar, was wir jetzt an die Activity jetzt an Informationen schicken, ist, welches SQL-Command ist denn jetzt eigentlich ausgeführt worden und was sind die Output-Data-Werte. Hier in unserem Fall ist es ja die User-ID. So, das heißt, das ist jetzt die Stelle, wo die Information, die SQL-Information jetzt wieder zurückgeschickt wird. Jetzt können wir auch das BusyFlag wieder zurücksetzen. Jetzt haben wir nämlich alles erledigt. Wir haben die Datenbankinteraktion durchgeführt und wir haben die Ergebnisse jetzt zurückgeschickt an die Activity. So, wer mag, kann jetzt noch ein Getter für das BusyFlag realisieren. Das ist jetzt auch Geschmackssache, aber wenn ich beispielsweise, bevor ich irgendeine Aktion erlaube, erstmal gucke, ob nicht gerade eine Datenbankaktion läuft, dann ist der ganz praktisch. Aber für unser Beispiel ist er jetzt eigentlich nicht wirklich wichtig, weil wir das ja nur beispielhaft hier realisieren. Gut, jetzt schauen wir uns die Activity an. Die Activity steuert natürlich alles. Und jetzt muss sie als steuerndes Element auch mit unserem Händler agieren. Das heißt, wir legen uns eine Instanzvariable an für diesen Händler. Den setzen wir erstmal auf Null und erzeugen tun wir dieses Objekt natürlich in der onCreate-Methode. Also dort erzeugen wir erstmal den Helper. Also das kennen wir ja schon aus den vorigen Videos. Und danach den Händler, der neben dem Helper auch eine Referenz auf die Activity bekommt. So, jetzt haben wir unsere onCreate-Methode soweit. Das heißt, wir können jetzt davon ausgehen, dass wenn die Activity startet, dass auch ein Datenbankhändler zur Verfügung steht. So, jetzt kommen wir zu der Methode, die die gesamte SQL-Aktion antriggert. Und zwar gehen wir mal davon aus, wir haben einen Save-Button, so wie wir es vorhin in diesem Bildchen gesehen haben, und den drücken wir. Und in dieser OnClick-Methode wird jetzt einfach nur Start New User Command aufgerufen. Diese Methode braucht keine Parameter oder sonst irgendwas, sondern das soll sozusagen in sich autark jetzt hier laufen. Und was passiert hier? Wir müssen als allererstes mal die Daten identifizieren, die wir jetzt auf die Datenbank draufschreiben wollen. Die Daten finden wir in unserem Edit-Text-Feld. Dieses Edit-Text-Feld wurde eben befüllt durch den User meinetwegen und den Wert schreibe ich mir jetzt in mein S-Value hier rein. Also in diesen String ist jetzt der Wert, der in die Datenbank reingeschrieben werden soll. Jetzt sagen wir dem Händler, lieber DB-Händler, ich möchte jetzt gerne eine neue SQL-Aktion durchführen. Diese Methode haben wir uns ja vorhin angeguckt. Die braucht jetzt erstmal den Parameter, welche Aktion es sein soll. Wir haben ja nur eine. Insofern sagen wir hier SQL Command New User. Und wir müssen ihm natürlich auch die Daten mitgeben, die jetzt für diese SQL-Aktion notwendig sind. Hier haben wir an der Stelle auch wieder nur einen Wert, einen Datenwert, und das ist S-Value. Den schreiben wir in ein String Array rein, weil ja natürlich diese Set New SQL Action ein String Array benötigt. So. Wenn wir jetzt eine andere Situation hätten, wo wir beispielsweise mehrere Datensätze setzen würden oder schreiben würden, dann könnten wir hier an der Stelle in dieses String Array entsprechend mehrere Werte eintragen. Und das muss natürlich jetzt in dieser SetNewSQL-Action dann auch auseinanderklamüsert werden. Aber wie gesagt, bei unserem einfachen Beispiel bleiben wir einfach nur bei einem einzelnen Eintrag von S-Value. So, das Ganze habe ich jetzt in eine Abfrage reingehängt. Nur wenn mir das setNewSQLActionAndTrue zurückliefert, dann ist der Händler eben gerade nicht aktiv und kann eine neue Aktion abhandeln. Wenn nicht, dann muss ich in den Else-Zweig und irgendwelche Error-Messages an den User geben oder wie auch immer ich hier diese Situation behandeln möchte. So, was passiert jetzt? Als nächstes erzeuge ich meinen neuen Thread. Und zwar gebe diesen Thread die Klasse oder mein Objekt des DB-Händlers und starte das Ding, womit dann die Methode Run aufgerufen wird
und die entsprechenden Aktivitäten dann ausgeführt werden. So, Error Message ist immer eine ganz schwierige Sache. Man könnte theoretisch auch noch einen eigenen Thread nur für das Antriggern dann machen, der dann sozusagen in einer Art Zeitintervall das Ganze dann nochmal versucht, aber das würde ich jetzt erstmal nicht overengineeren, sondern eine einfache Fehlermeldung, ich bin gerade busy, bitte nochmal, ist wahrscheinlich die simpelste Aktion. Da könnt ihr dann irgendeine Toast-Message oder was auch immer dann realisieren. Aber das findet ihr schon raus, was für eure Applikation dann das Sinnvollste ist. Gut, jetzt müssen wir uns noch um das Response kümmern. Das ist ja die Methode, die von unserem Thread dann wieder zurücklaufen soll. Und das haben wir Handle SQL Response getauft, dieses Ding, und hier ist sie. Was braucht dieses Teil? Wir haben gesagt, wir brauchen das SQL Command, damit wir wissen, wer hat denn eigentlich diese SQL-Aktion angetriggert oder mit welchem Kommando, damit ich auch weiß, welche Response-Daten ich erwarten kann und somit weiß, wie sie verarbeitet werden. So, jetzt sage ich wieder Switch SQL Command. Also wir gehen mal davon aus, dass diese Software auch mehrere Kommandos abarbeiten kann. Wir haben an unserer Stelle einfach nur dieses Command New User. Und hier gehen wir jetzt einfach in die Sequenz rein, die jetzt die Ergebnisse weiterverarbeitet. Und zwar holen wir uns jetzt unsere Referenz zu unserem Edit Text View und setzen den Text, und der findet sich ja in der Response Data an der Position 0. Dort haben wir die ID reingetragen, die von unserem von unserer Datenbank als neue ID zurückgeliefert wurde. So, dann kommt das Break und damit haben wir die Daten wieder drin. Das heißt, wir haben einen wunderschönen asynchronen Zyklus realisiert, der eben unsere Datenbankinformationen ablegt. Ja, das war es dann auch schon. Da ist jetzt einiges an etwas komplizierteren Elementen drin. Wichtig war mir bei diesem Code, dass ihr das eben auch für kompliziertere Situationen auch verwenden könnt, eben für Inserts, für Updates, für Deletes und so weiter und so fort, einfach weil ich diese String Arrays als Kommunikationsmittel verwende, könnt ihr da relativ flexibel mit umgehen. Ja, dann würde ich sagen, viel Spaß beim Nachprogrammieren und wir hören und sehen uns wieder, wenn wir uns über das Thema Upgrade unterhalten, und das wird dann auch zugleich das letzte Thema für SQL Lite sein. Zwar noch nicht das letzte für den Grüngurt, aber SQL Lite ist damit aus meiner Sicht einigermaßen erschöpfend behandelt, und da müsstet ihr eigentlich jetzt auch laufen können damit. Bis dann!